Normalen Flip 6 Monate, 7 Monate, 8 Monate, keine Ahnung, irgendwie was um den Dreh. Und hier hast du es ja gebunden für zwei Jahre. Ja, ja. Das musst du auch erstmal, musst du dir ja leisten können. Das ist ja schlafendes Kapital. Genau. Mit zu den Wohnungen zu verbauen. Das heißt, wir graben das Haus außenrum auf, um aus dem Keller, ich nenne es jetzt mal ein Erdgeschoss zu machen. Ist ein Riesenprojekt, wie gesagt. Es ist echt, also wir sind ja jetzt auch hier mal ein bisschen vorher durchgelaufen. Ich habe immer noch keinen Plan, wo wir sind. Da sind immer neue Räume. Und an dieser Stelle nochmal, wenn ihr jetzt Fix und Flip macht, nur für Geld, weiß ich nicht, ob ihr da happy werdet, weil es ist jetzt halt auch kein Amazon FBA oder so, wo jetzt jeder mal kurz ausprobieren kann. Und da liegt am Ende auch hier der Gewinn, muss man ganz, ganz klar sagen, weil du es nie mitgekauft hast. Ja. Also das ganze Projekt hat gekostet im Ankauf 1,25 Millionen. Wenn's losgeht. Okay, drei. So, herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge Flipper. Wir sind heute in Dresden. Ich bin nach Dresden gefahren. Geflogen? Ich bin geflogen. Schick. Und zwar aus folgendem Grund. Rob hatte Geburtstag, ein guter Freund von mir, den kennt ihr mittlerweile wahrscheinlich auch. Selber auch nicht ganz unbekannt in der Immo-Szene und auch jetzt mittlerweile auf YouTube sehr. Die Reichweite ist schon auf jeden Fall ordentlich. Es ist, man muss dazu sagen, du bist auf einem anderen Level von Fix und Flip, wenn man mich jetzt als Vergleich nimmt. Und wir haben uns heute hier mal versammelt, hier in einem kleinen Mehrfamilienhaus, was ihr angekauft habt. Jawohl. Du hast vorhin gesagt, es ist Fix und Flip, aber langsam. Es ist nie so fix. Da kommt man auch noch dazu. Wie es vielleicht klingt. So fix ist es gar nicht. Es sind nämlich 14 Wohnungen. Richtig, genau. Auf einen Streich. Genau, also waren mal 8 ursprünglich. Okay. Und Ziel ist, aus den 8 14 zu machen. Ja. Wie das funktioniert, werden wir euch gleich noch erzählen auf jeden Fall. Wir können euch auch nicht ganz alles zeigen, weil es sind teilweise sehr dunkle Räume auch, aber ja. Es gibt auf jeden Fall ein paar gute Aufnahmen. Vielleicht kannst du einfach erzählen, wie es dazu kam, warum. Warum hast du Bock auf den Schmarrn? Ja. Willst du es nochmal machen? Also ich, ja, das ist so die Frage. Wir haben gerade schon auf jeden Fall festgestellt, das muss ich vorwegnehmen, also ich kenne ihn ja jetzt schon auch schon 2 Jahre, 3 Jahre. Ja, 2. Und das, was er jetzt macht, das klassische Immobilie flippen, das heißt irgendeine Eigentumswohnung, ein kleines Reihenhaus für Eigennutzer. Wenn ich jetzt Aufwand-Nutzen vergleiche, muss ich sagen, wir machen dann für meinen Kanal noch ein kleines Video über seine Story tatsächlich. Muss ich sagen, dass deine Strategie auf jeden Fall nie schlechter ist. Definitiv nie, wenn man auch von Nutzen zusammenstellt. Weil wir haben jetzt hier ein Mehrfamilienhaus mit ja etwas über 800 Quadratmetern tatsächlich. Plus die Ausbaufläche, die jetzt dazugekommen ist, fast 1000 Quadratmeter. Ich glaube 960 sind es jetzt insgesamt, was wir an reinen Wohnfläche hier gewinnen konnten. Und wenn ich den Aufwand sehe, werdet sehen, wenn ihr hier die Bilder seht, das ist natürlich brutal. Und wenn ich am Ende feststelle, dass ich, wenn ich das Betriebsergebnis in Rohertrag nehme, aus dem Gewinn von allen 14 Wohnungen wahrscheinlich so viel habt wie du bei 3, ne? Bei 3 Projekten, die du so entspannt, es ist natürlich nie entspannt, aber so nebenbei machst, ist natürlich das Risiko hier relativ hoch im Verhältnis zum Ertrag, aber natürlich trotzdem ein super spannendes Projekt, muss ich sagen. Wir hatten gestern ein längeres Gespräch dazu, wie viel Spaß macht das eigentlich noch, wenn du es immer wieder machst, irgendwann siehst du dann fast nur noch die Zahlen und so das emotionale Ergebnis verloren, ist hier wieder anders. Normalerweise flippe ich ganz klassisch Aufteiler, kaufe also Mehrfamilienhaus, teile das in einzelne Eigentumswohnungen, da wird mal ein Fußboden neu gemacht, mal irgendwie ist Bad schick, aber... Oh! Ja, Moped! Die gibt es ja noch, ne? Wir sind schön im Osten. Ab in Osten, ey. Auf jeden Fall muss ich sagen, ist es relativ einfach. Hier ist es mal wieder spannend, weil wir natürlich hier was ganz Neues draus gemacht haben, eine neue Herausforderung haben, weil es eben nie einfach Aufteilen und weiterverkaufen ist, sondern hier muss wirklich viel saniert werden. Ne? Es ist eine Entkernung und teilweise Neubau, so ungefähr. Ja. Oder? Preislich sind wir auch beim Neubau, muss ich ehrlich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man die Kosten sieht, ein Neubau ist tatsächlich einfacher. Wenn ich jetzt ein Stück Wiese kaufe, habe ich auch gerade wieder gemacht, plan da einen kompletten Neubau hin. Da kann nicht so viel schief gehen. Da hast du eine Bodenplatte, da gibt es Baupläne etc. Wir haben hier zum Beispiel, haben die Jungs gesagt, wir machen hier schnell einen Wanddurchbruch im Keller. Schnell.
haben wir auf der Planung, war eine 40 cm Wand. Wir haben da noch ein Video, da kann man, das kann man mal mit reinspielen. Ah, das kenne ich, ja. Und die Wand war einfach über einen Meter dick. Ja. Das heißt, die haben da rumgehäckselt und gemacht und getan und haben irgendwann gesagt, sag mal Robert, was ist das hier für eine Wand? Ich sage, das soll das sein, eine ganz normale Wand. Da war ja quasi eine Burgmauer im Keller. Das heißt, du hast dann bei einer Sanierung natürlich viel mehr Überraschungen. Das Spannende hier, ich bin drauf gekommen, muss ich sagen, meine beste Freundin und mein bester Freund wohnen hier im Haus. Mhm. Und ich habe so einen Tippgeber, der mich immer mit Kontakten versorgt. Und der sagt, hier, der kennt da einen Eigentümer, der hat hier ein Mehrfamilienhaus zu verkaufen. Hat mir die Adresse gegeben, sagt, fahr da mal hin. Da habe ich gedacht, warte mal, brauche ich nicht hinfahren, das Haus kenne ich doch. Und hier war es so, hier sind 8 Bestandswohnungen, ganz klassisch vermietet. Und ein riesengroßes Erdgeschoss sozusagen und ein Keller. Hier sollen eigentlich Läden rein, das ist Gewerbe. Allerdings sind wir hier in der Lage, wo Gewerbe nicht funktioniert. Also das ist wirklich Stadtrand. Es ist eher unlukrativ hier, Gewerbe auszubauen, zu vermieten, weil du kriegst die Mieter nie, die zahlen auch nicht viel Miete hier. Es ist einfach, ja, zu wenig Durchlaufverkehr. Aber das war, das habt ihr gebaut hier, diesen Teil, oder? Nee. Der war auch schon. Der Teil war schon, so wie er ist, Rohbau. So wie er jetzt ist, nie. Der Anbau war aber schon der Rohbau. Hier hat mal jemand gesagt, ey, lass hier nochmal was anbauen, hatte dafür eine Baugenehmigung, hat dann angefangen und nie weitergemacht. Aber es sollte tatsächlich komplett Gewerbe werden. Und die Keller, die wir euch gleich zeigen können, die gab es vorher als Mieterkeller. Es wurde eigentlich nicht angedacht, Wohnraum draus zu machen. Für mich, mein Potenzial, was ich hier eben gesehen habe, war genau das, zu sagen, aus dem Gewerbe Wohnraum schaffen. Na, das ist mal Punkt Nummer 1. Und diese riesen Kellerflächen, wir können es da unten zeigen, mit zu den Wohnungen zu verbauen. Das heißt, wir graben das Haus außenrum auf, um aus dem Keller, ich nenne es jetzt mal ein Erdgeschoss zu machen. Ja. Nach hinten, hier kann man es eigentlich ganz gut sehen. Mal. Wenn man jetzt hier runter guckt. Zimmer von oben, sieht man ganz gut. Dann sieht man das. Das habt ihr jetzt schon abgetragen. Da, genau. Wo die schwarze Katze sitzt, das war zum Beispiel Genau. Dort hat man es schon gesehen. Und dann kommt unten quasi, werden Ausgänge geschafft. Hier werden 2 Terrassen draus gemacht, einmal von der Wohnung. Und einmal von der Wohnung drüben, die kriegen einen Ausgang, eine kleine Terrasse dran. Und das ist das Interessante, beim Kauf war es ja so, das habe ich ja nie mitgekauft quasi, als Wohnfläche. Du zahlst ja pro Quadratmeter Wohnfläche deinen Kaufpreis. Hier ist es dann aber so gewesen, dass das natürlich hinterher keinen interessiert, weil der Keller gehört halt dazu, aber du brauchst ja für die Mieter keine 500 Quadratmeter Keller. Also haben wir angefangen, alles umzustrukturieren, den Technikraum zu verlegen, die Kellerboxen zu verlegen, kleiner zu machen und so viel wie möglich von dem Keller mit als Wohnfläche zu gewinnen. Und da liegt am Ende auch hier der Gewinn, muss man ganz, ganz klar sagen, weil du es nie mitgekauft hast. Ja. Also das ganze Projekt hat gekostet im Ankauf 1,25 Millionen, was an sich schon mal gut ist und günstig ist. Der Ausbau ist natürlich deutlich teurer gewesen als ursprünglich kalkuliert. Also wir haben 30% ungefähr vom kalkulierten Gewinn schon eingebüßt. In der Verkaufsphase jetzt, weil die Preise natürlich gestiegen sind. Ist es nur wegen den Preisen? Oder kamen auch viele Sachen dazu, wo du gesagt hast, boah, gar nicht auf dem Schirm gehabt? Nee, bisher tatsächlich hauptsächlich die Preise, muss man sagen. Okay. Wir haben beim Start direkt das Problem gehabt, dass einer der Handwerker, nämlich der Rohbauer, der ist verstorben. Der ist verstorben? Der ist verstorben, ja, eine Woche bevor es losgehen sollte. Dadurch hat sich schon mal alles verzögert. Kann man eigentlich nicht lachen, ey. Naja, das ist hart, ne? Also. Ja, Fakt ist, wir haben uns dann einen neuen Rohbauer gesucht, der hat jetzt gerade ein bisschen Personalprobleme gehabt und dadurch hat sich jetzt die ganze Baustelle mal irgendwie um 6-8 Wochen verzogen. Das ist es. Also ich habe ja gerade auch schon gesagt, gut, ich flippe jetzt light, sage ich mal. Ja. Ich mache keine Entkernung, ich mache vielleicht mal eine Zarge weg und mache eine neue hin, so ungefähr. Aber das ist halt auch die Sache, wie gesagt, es gibt halt bei so einem Entkernung, Rohbau, nennen wir es Halbneubau, sind es viele Sachen, die ich nicht kontrollieren kann. Also Bauämter, Zeit, Pläne, Handwerker, also mehr Handwerker, die da involviert sind, Materialien, ich muss irgendwelche Fenster bestellen von was weiß ich woher. Das sind so Sachen, die habe ich nicht, also dieses Problem habe ich nicht. Ich habe halt ein Problem, okay, ich muss 2-3 Armaturen bestellen, einen Boden, ein bisschen hier, Kleinzeug. Ja. Aber jetzt nicht, ihr habt ja da, sieht man jetzt nicht, aber da hinten stehen ja Fenster ohne Ende. Ja, die auch Verspätung hatten übrigens tatsächlich. Ja. Und dann ist eins kaputt oder so, dann musst du es zurückschicken. Das Problem ist ja, wie hier, wenn ein Gewerk, also wir machen einmal die Woche Baubesprechung, um ungefähr zu gucken, okay, wie ist denn der Stand? Ja, echt hier, einmal die Woche. Jeden Dienstag früh um 9 ist von jedem Gewerk der Chef da sozusagen. Ich bin da als Bauleiter, sage ich mal, um das Ganze zu überwachen, um zu schauen, okay, wie ist der Stand? Und hier ist es einfach so, wenn ein Gewerk fehlt, wir hatten jetzt den Fall, wo der eben der Rohbauer einfach keine Leute hat, der sollte die Kernbohrungen machen, ne? Also das, was man hier sieht, quasi für die Kabellage etc. pp., den Beton quasi, ja, durch Bohren. Und da fehlten die Leute. Dadurch konnte der Elektriker nicht weitermachen. Es hat sich um 2 Wochen verschoben. Nach den 2 Wochen waren die Elektriker aber jetzt die hatten schon die Urlaubsplanung
Und nach dem Urlaub hatten die aber ja schon jemand anderen zugesagt, dass sie jetzt dort auf die Baustelle kommen. Die können jetzt nicht allen ihren anderen Kunden sagen, ja, tut mir leid, geht nie. Das heißt, wir stellen jetzt hinten an. Und weil der 2 Wochen zu lange gebraucht hat, der Rohbauer, hat sich aber das Projekt um 2 Monate verschoben, weil erst dann der Elektriker wieder weitermachen kann. Und das sind so Dinge, die können teuer werden, weil Fix und Flip, wir haben ja natürlich vor, das weiter zu verkaufen. Das heißt, die einzelnen Eigentumswohnungen, der Verkauf läuft auch gut. Aber du hast ja dann ein Fertigstellungsdatum, gerade hier für den Neubau. Die Bestandswohnung ist unkompliziert, aber der Bereich, diese 6 Wohnungen, die hier neu entstehen, da gibt es ja Leute wie der hier unten, der zieht hier ein. Der hat sein Kind. Wann zieht er ein? Also er hätte gerne Oktober, zugesichert ist Ende Januar tatsächlich. Das ist so unsere Benchmark, bis dahin muss es fertig sein. Na? Der würde gern eher, Fakt ist, die melden ihr Kind hier in der Schule an. Die haben ja alles schon umstrukturiert, ihre alte Wohnung auch schon gekündigt. So, und das ist natürlich so ein Thema, wenn du jetzt zusicherst, du bist bis Ende Januar fertig und dann ist es nie fertig, dann bist du ja schadensersatzpflichtig. Und das kann richtig teuer werden. Mhm. Die müssen ja ihre Sachen unterstellen, die müssen in ein Hotel gehen. Alles drum und dran, weil du ja eine Fertigstellung garantierst. Du musst das Hotel bezahlen dann auch, oder? Alles, natürlich. Alles. Ja, wenn die ihre Sachen irgendwo unterstellen müssen, lagern müssen, irgendwelche Zusatzkosten, natürlich, wenn die Zinsen bei der Bank bezahlen, die Wohnung noch nie nutzen können. Also bist du natürlich voll schadensersatzpflichtig und du kriegst den Kaufpreis. Im Gegensatz, wenn du jetzt klassisch was flippst und verkaufst, Kaufpreisfälligkeit, zahlst deinen Kaufpreis, du hast die Kohle. Mhm. Hier ist es nach MABV, gibt es nach Bauabschnitt, das heißt nach Bodenplatte, nach Rohbau, der steht ja natürlich schon hier. Deswegen gibt es relativ viel, aber wir kriegen unser komplettes Geld erst, wenn die komplette Außenanlage, alles fertig ist, Fassade gestrichen ist und das letzte Blumenbeet angelegt ist, wie es in der Planung ist. Erst dann kriegen wir natürlich unsere Kohle. Das kann ein bisschen dauern, oder? Das kann ein bisschen dauern. Vielleicht schauen wir mal noch ein Stück rum hier. Ja, wir können mal runtergehen. Schauen uns mal die ganze Geschichte an. Hier, bis Jahresende sind also wir hier durch. War einfach gar nichts, oder? Die Außenwände waren die roten, die man jetzt sieht. Genau, der Rest war noch. Die waren auch genau so, oder habt ihr da noch mehr? Nee, das war tatsächlich gemacht? Genau so. Okay. Hier innen drin haben wir alles verändert, unten auch. Also den Weg nach unten gab es natürlich nie, weil der Keller ja ursprünglich nie mit zur Wohnfläche also zählen euch, sollte. Die Treppe ist von euch? Genau, das ist aber nur natürlich, sieht man ja, eine provisorische Bautreppe. Hier vorne ist dann der Eingang, gibt es ein Gäste-WC noch. Kommst hier rum, das, wo wir gerade drin gestanden haben, wird so eine offene Küche sozusagen. Und dann geht es hier runter sozusagen in den, ich nenne es immer kostenlosen Bereich, weil wie gesagt, dafür haben wir kein Geld bezahlt. Und ich meine, es ist zwar in der Theorie ein Keller, aber ein schöner Keller, muss man ja sagen. Weil ja, aber jetzt nochmal zum Verständnis, hier war einfach Erde, oder? Genau, richtig. Das war komplett zu. Hier haben wir aufgegraben. Dadurch hast du jetzt eigentlich wie ein Erdgeschoss hier und keinen Keller mehr. Kannst du als Wohnfläche verkaufen. Das ist jetzt so ein klassisches Kinderzimmer zum Beispiel von der hier Größe her. Hier kommt die Treppe runter oder was? Nee, die kommt dahin. Das wird zugemacht hier komplett nach oben. Ach so. Genau. Okay. Das Fenster ist hier quasi. Ja, dann ist es aber auch ein schöner Raum, weil es ist relativ hoch, ne? Ja, ja. Das ist generell also ist ganz jetzt, gut. Es ist jetzt kein so ein Keller wie bei Omi, wo du da die Rübe anschlägst. Also das ist zum Beispiel von der Wohnung jetzt, das ist eine 70 Quadratmeter Wohnung, das ist dann das Badezimmer. Wir haben halt immer versucht, quasi alle Zimmer, die im Keller sind, so Schlafzimmer zu legen, Bäder zu legen. Sowas würde jetzt nicht, wenn es ein bisschen dunkler ist, würde ich das nicht stört. Und das Wohnzimmer, Küche, Wohnbereich versuchen wir mal oben quasi hinzusetzen, dass man jetzt nicht unbedingt im das Keller wohnt. Bad. Das ist ein Bad, ja. War auch lustig, wo wir das erste Mal hier waren und jetzt nur so abgesteckt war, dachte ich, boah, ist das also ja, hier ist Dusche, ja oder? Winzig, genau. Hier ist eine große Dusche sozusagen. Toilette. Toilette, genau, Badewanne und dann ist dort Waschbecken, ja, Toilette. Und hier sieht man ganz gut, da habt ihr jetzt praktisch mehr Licht genau. Einfluss. Außen wird quasi aufgegraben, einfach so einen Meter nach hinten sozusagen, ja, dass hier Licht reinkommt. Und ja, das ist cool, ja, relativ einfach, wie gesagt. Und so machst du halt aus nichts eine Wohnfläche, die du vermitteln kannst. Wir können mal rüber in die große Wohnung gehen. Das ist ein Schlafzimmer, oder? Genau, richtig. Ja. Genau. Du hast quasi oben wohl einen Essbereich. Warte mal, können wir hier Licht machen? Vorsicht. Ne, hier drüben ist wieder hell eigentlich. Das ist kein Problem. Das ist die zweite große Wohnung sozusagen. Ja, aber das ist geil. Wir können auch hier dann nochmal hochgehen. Das ist die zweite große Wohnung, wo wir quasi, hier ist ein Fenster. Die Wohnung hier hat hier quasi den Weg zur Terrasse, zum Außenbereich, wird hier in der Hälfte abgetrennt. Und die Wohnung hier kriegt quasi hier rechts dann in den Bereich. Also hier war einfach ein Riesenraum, oder? Nochmal. Das war alles nur ein Riesenkeller, hier gab es gar nichts, genau. Und hier hast du quasi die zweite Balkontür, wo quasi die Wohnung 2 quasi ihren Außenbereich kriegt. Die hat hier die Treppe nach oben und hat dann oben eben auch diesen Wohnbereich, Küche ist dann alles oben. Ne? Ja, krass. So, und hier unten ist dann quasi ein Schlafzimmer. Wahnsinn. Ah, hier ist auch so ein Betonabschnitt. Genau, richtig. Den habt ihr hier raus wahrscheinlich. Korrekt. Das ist auch viel Arbeit, ne? So ein Beton.
Ja, das ist halt, ich muss jetzt super, super aufwendig. Neuen Projekt. Ich war ja gestern beim Notar, da gibt es auch bestimmt noch mal ein kleines Video dazu. Und da müssen wir auch, ich glaube, 3 Meter auf 2,50 Beton durchbrechen. Und das ist gar nicht so einfach. Und die haben auch gesagt, also, ist... Ja, vor allem musst du natürlich immer mit Statiker abklären. Ja, das ist mein erster Kontakt mit dem Statiker, da muss ich jetzt schauen. Die Hausverwaltung will natürlich eine Bestätigung vom Statiker haben. Ist es, was machen die da? Ist es in Ordnung? Ist es approved und so weiter? Na, mal gucken. Bleibt ja, spannend, ne? Bleibt spannend. Immer. Also 8 Wohnungen, okay. Genau, also die 8 Wohnungen waren es vorher schon. Und jetzt 14. Und 14 sind es jetzt quasi, wenn wir fertig sind mit allem. Und Projektdauer, was denkst du? Na, gekauft habe ich es so vor knapp über einem Jahr schon, 1,5 Jahren. Dann haben wir erst mal 7-8 Monate hat es gedauert, bis wir die Baugenehmigung tatsächlich bekommen haben. 7-8 Monate? Ja, mit Umnutzung für das Gewerbe. Oder langsam hier? Für Dresden. Man muss dazu sagen, ja, wir sind in Dresden, aber das haben wir schon. Es ist eigentlich normal mittlerweile. Ich habe in Freital für ein Neubauprojekt auch ein Jahr gewartet, bis ich meine Genehmigung bekommen habe insgesamt. Weil immer wieder Änderungswünsche waren. Und hier war das Gleiche. Den Parkplatz haben wir geschenkt bekommen dazu. Und eigentlich war mein Plan, dort ein Mehrfamilienhaus noch hinzusetzen. Ah, hier ja, drüben. Stimmt. Mein Plan wurde aber... Geht nicht. Nee, wir müssen Parkplätze schaffen. Beim Neubau ist es ja auch so. Du musst für jeden Neubau in Dresden, den du machst, einen Stellplatz schaffen für jede Wohnung. Das ist Pflicht. In Randgebieten kannst du es manchmal mit einer Geldzahlung ausgleichen. Ja, genau. Jetzt haben wir hier 14 Wohnungen statt 8 wie vorher. Jetzt wollten die auch 14 Stellplätze haben. Die kriege ich aber nirgendwo anders unter. Jetzt hatte ich hier vor Mehrfamilienhaus mit 2 Etagen Tiefgarage. Geht aber nie, weil ich komme dann zu tief sozusagen. Das ist halt sehr, sehr teuer, hätte sich nie gelohnt. Ja. Jetzt machen wir hier einfach nur die Stellplätze für die Wohnungen. Okay. Aber wie gesagt, das Grundstück war dabei. Also es hat jetzt nie separat Geld gekostet. Wir verkaufen einen Stellplatz für 8.000 Euro. Hier, wo man sagt, und wenn du jetzt hier 14 Stellplätze drauf machst, ist es auch nicht so schlecht. Gutes Geld. Ja. Nee, Idee war schon, Garagen drauf zu setzen tatsächlich. Ja, war auch geil. Fertig Garage, klar. Ja, aber wir hatten dann die Genehmigung, wir hätten halt wieder neu anfragen müssen, da hatte ich schon keinen Bock mehr. Nee. Ist wieder. Nö, muss nee, nicht, kann schneller klar. gehen, aber kannst es halt nie planen. Ne? Das ist halt schwierig. Ja, hier kommt die Küche rein, sozusagen offen, und hier ist dann der Wohnbereich. Jetzt ist ein bisschen dunkel durch die Planen, aber hier hast du eigentlich sehr, sehr viel Licht tatsächlich. Vielleicht kannst du von hinten filmen. Ja. Ach so, ja. Weißt du? Also finde ich eigentlich ganz cool. Also du hast dann quasi hier Küche, das Wohnzimmer so ein bisschen offen. Hier runter, hier ist noch eine kleine Toilette wahrscheinlich. Genau. Hier ist Gäste-WC. Unten hier, hast du dann... Hier ist dann mein Sofa, oder? Ja. Genau, richtig. Das ist alles so ein bisschen offen. Das hier wird dann quasi... Machst du hier eine Fußbodenheizung rein? Überall Fußbodenheizung, ja. Was man ganz gut sieht hier, die Wände sind halt relativ hoch oder die Decken. Wir hängen halt überall Lässt noch du mal. Da in 1 oder 2 Zimmern auch so eine Sichtwand? Das wäre vielleicht auch geil. Ja, nee. Ist nie geplant tatsächlich. Ist halt wieder was Individuelles. Für mich selber finde ich sowas geil. Ach so, ja. Wir machen es halt wirklich zur Vermietung. Boah. Also wir vermieten ja die Wohnung, verkaufen dann. Das ist schon wieder eine andere Wohnung. Die Wohnungen, die ja nach vorn rausgehen zum Beispiel, die kriegen kein Treppenhaus, sondern die kriegen von vorn alle separaten Zugang. Das heißt, du kommst von der Straße direkt in deine Wohnung, wie ein kleines Haus, auch der Anbau hier drüben dann sozusagen. Mega, sehr cool. Ja, ist ein Riesenprojekt, wie gesagt. Es ist echt, also wir sind ja jetzt auch hier mal ein bisschen vorher durchgelaufen. Ich habe immer noch keinen Plan, wo wir sind. Da sind immer neue Räume und Zeug und wir waren ja noch nicht mal irgendwo annähernd. Ja, wie gesagt, das sind insgesamt fast 1000 Quadratmeter und allein ist hier unten. Da hast du halt irgendwo 450 Quadratmeter, was jetzt hier nur unten Wohnfläche aus Erdgeschoss und Keller entsteht. Also Wahnsinn. Ist schon riesig. Man muss aber, wie gesagt, sagen, also ich kann es ganz offen sagen, wir haben jetzt hier bei den 14 Wohnungen einen Gesamtgewinn, einfach durch die Reduzierung, die wir aktuell haben, durch höhere Baukosten etc. pp. Von 320.000 Euro. Wenn ich jetzt sehe, was man mit einem einzelnen Flip, mit einer Wohnung oder so einem kleinen Einfamilienhaus verdienen kann, da kannst du halt mehr verdienen, wenn du den Aufwand siehst. Ich persönlich hatte aber mal Bock, sowas zu probieren, weil es halt wirklich aufwendiger ist, selbst wie ein Neubau. Ich finde es super spannend, wie aus diesen 2 Hallen hier so nach und nach die Wohnungen stehen. Macht natürlich auch Spaß. Und wie gesagt, funktionieren tut es ja am Ende trotzdem. Ja. Ne? Wir müssen wenig Geld in die Hand nehmen, weil wir tatsächlich viel finanziert bekommen haben. Okay. Also die kompletten Baukosten haben wir finanziert, haben vom Kaufpreis 15% nur einbringen müssen, plus die Nebenkosten. Das ist super. Ja, weil dann hast du wieder so wenig Kapital, was du gebunden hast für bei einem normalen Flip 6 Monate, 7 Monate, 8 Monate, keine Ahnung, irgendwie was um den Dreh. Und hier hast du es ja gebunden für 2 Jahre. 2 Jahre, ja. Das musst du auch erstmal, das musst du dir ja leisten können. Das ist ja schlafendes Kapital dann in dem Sinn. Und so ist es so, wir haben jetzt vielleicht 300.000 insgesamt Eigenkapital eingebracht. Und nach 2 Jahren kriegst du das Eigenkapital und eigentlich das Gleiche nochmal wieder. Also es ist eine 100% Rendite, wenn man es so sieht. Ja.
was wiederum okay ist. Aber es gibt natürlich interessantere Modelle. Ja. Also mein Geisterflip, der war in der Nähe von Berlin. Ja. Da habe ich was gekauft, ein Jahr später, so wie es ist, ohne Umbau, ohne allem, mit 500.000 Euro mehr verkauft. Und gar nichts investiert. Keine Zeit, gar nichts. Das Einzige, das Eigenkapital ein Jahr hingestellt, ja, das war gut. Alles. Ja, gut. Aber, also, ja, die Geschichte kenne ich. Ist eine gute Geschichte. Da gibt es auch ein Video da dazu. Da gibt es ein Video auf dem Kanal. Das packe ich mal unten in die Beschreibung. Überhaupt, ich verlinke dich natürlich und deinen Kanal. Sehr spannende Videos. Bei wie vielen Minuten sind wir? 19 Minuten 21. Das reicht aber langsam. Ja, mach mal. Also, coole Sache. Super spannend. Wieder. Aber, wie gesagt, für denjenigen, der flippt, macht es eher wie er. Fang klein an, Schritt für Schritt vielleicht. Das ist ein Projekt, das muss man echt wollen. Da muss man auch Ahnung haben tatsächlich. Ne? Also wenn du auf der Baustelle stehst und gar keine Ahnung von der Materie hast, die Handwerker hauen dir definitiv die Tasche voll. Ja. Das ist Fakt. Ja. Also wenn du da nie dahinter bist und ein bisschen das Ganze nachvollziehen kannst, dann hast du echt das Problem. Ja. Aber, wie gesagt, für dich mal. Es ist auf jeden Fall, ich würde sagen, ein Jahr entfernt, so ein Projekt. Ja. So ein Mehrfamilienhaus. Es macht einfach Sinn. Ob ich jetzt zwei Wohnungen in der Stadt verteilt, hier eine, da eine, da eine, oder ich kaufe ein Mehrfamilienhaus, da sind vier Wohnungen drin oder acht Wohnungen, ist ja völlig egal. Die Ressourcen alle in eine Richtung packen, die sind da auf der Baustelle, wenn die da 8-9 Stunden jeden Tag Vollgas geben, sehr viel effizienter wahrscheinlich. Effizient als jetzt irgendwie kleine Wohnungen. Und es macht auch Spaß, du lernst natürlich, also denn der Entwicklungsschritt geht natürlich bei so einem Projekt super, super schnell, weil du auf so viele Dinge achtest, so viel Input bekommst aus der Praxis einfach. Ich habe auch angefangen mit einer einfachen Wohnung, mal saniert und wieder verkauft. Ne? Aber das ist schon was ganz anderes und du entwickelst dich halt brutal schnell weiter. Und ich denke, das ist ein Mehrwert, unabhängig vom Gewinn, der wirklich hilft, auch für die Zukunft. Also von daher. Also an dieser Stelle nochmal, wenn ihr jetzt Fix und Flip macht, nur für Geld, weiß ich nicht, ob ihr da happy werdet, weil es ist, also das ist jetzt halt auch kein Amazon FBA oder so, wo jetzt jeder mal kurz ausprobieren kann. Es ist wahrscheinlich für 99% der Leute einfach nichts. Ja, und es wird ja jetzt aber so angepriesen, es ist so einfach, hier gleich 20.000 gewinnen und so weiter. Nee, glaube ich nicht. Also du musst schon Bock auf die Materie haben, weil es gibt einfach viele Sachen, die hier schieflaufen können. Ja, und du musst halt trotzdem noch schlafen können. Und je größer das Projekt wird, je schwieriger ist es auch, das Einzelfall. Es geht um Geld, da sind viel mehr Leute involviert und so weiter. Also. Aber da machen wir auf jeden Fall nochmal ein Video dazu. Sehr, sehr spannendes Projekt. Jawohl. Du hast es natürlich auch gemacht, um mal wieder ein bisschen so die Kreativität auszuleben. Ja, tatsächlich. Weil so ein Aufteiler, der ist ja nur Papierarbeit in dem Sinne, Papierkram. Und ich verstehe es auf jeden Fall. Wahnsinnig spannend. Coole Grundrisse sind hier entstanden. Ja, und ich bin gespannt. Vielleicht können wir ein Video machen, wenn es fertig ist. Ja. Ende des Jahres. Ende des Jahres. 6 Monate. Das kriegen sind wir durch. Das kriegen wir hin. Okay, dann würde ich sagen, machen wir Schicht für Schacht. Kanal abonnieren. Und Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Natürlich. Genau. Und wenn nicht, dann trotzdem. Dann sowieso. Genau. An dieser Stelle, Dankeschön fürs Einschalten. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge. Schaut gerne mal beim Rob vorbei. Wir machen jetzt auch noch ein Video für seinen Kanal. Und jeden Sonntag 18.18 Uhr. Ja, du hast auf jeden Fall immer einen richtigen Zeitpunkt, Sonntag. Genau, vielen Dank fürs Einschalten. Bis nächste Woche. Ahoi. Tschüss.